Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer. Hallöchen, hier sind's, André und die Morgenküken. Ja. Und vielleicht kann die Kamera das mal zeigen. Hier, ich habe ja die ganze Nacht wieder unsere Eier gewendet, habe jetzt schon Blasen vom Eierwenden. Ja. Also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Das ist unser Brutkasten und hier stecken 10 Eier drin. Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ist da über Nacht irgendwas passiert? Vielleicht ist ja sowas schon drin. Ja, vielleicht haben wir ja schon ein kleines Küken. Wollen wir reingucken? Kunstküken. So, okay, wollen wir mal reingucken? Wir gucken jetzt mal rein. Das ist jetzt der spannende Moment. Man darf das übrigens aufmachen, weil die Glucke geht ja auch mal vom Nest. Also das ist nicht schlimm. Und oh, guck mal, unsere Eierchen, da sind sie alle. Alle 1, noch 2, ganz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist das schon irgendein Küken? Nee, Küken ist noch nicht. Ich habe jetzt mal durchgezählt, habt ihr gehört? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das klingt irgendwie unpersönlich, oder? Stimmt. Und so kleine Eierchen, die haben ja auch ein Wesen. Also ich finde, die wollen Namen. Guck mal hier, Erika könnte das sein. Ja? Erika? Ja. Oder Egbert? Oder Eileen? Ich würde sagen, suchen wir Namen für unsere Eier? Wir suchen Namen. Und wie wir mit der Namenssuche vorankommen, das erfahrt ihr morgen im Videotagebuch oder natürlich bei uns im Programm. Gell, kleiner Klaus? Also, bis morgen oder bis gleich im Radio. Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer.